Was geht ab, meine Z-Fighter, Oser hier und heute im Super Tech Super Battle Road. Ihr habt es gesehen, ich habe das Team schon gewählt. Ich habe mal darauf verzichtet, meinen eigenen LRGF zu benutzen, aber ihr habt es schon gesehen. Oh je, das ist nicht gut. Unser MVP Jakku ist nicht in der Rotation. Shit. Naja, aber ihr habt es gesehen, wir haben ein 100% LRGF dabei. Mein Team sieht folgendermaßen aus und zwar habe ich Super Saiyan 3 Angel Goku als meinen eigenen Leader, heißt Super Tech Charaktere bekommen hier an der Stelle Ki plus 3, 120% auf alles. Ansonsten habe ich Super Saiyan 4 Gogeta drin. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für ein Super Tech Team bzw. für das Super Tech Super Battle Road. Denn er hat eine hohe Chance, die Ulti des Gegners zu dodgen. Zudem verringert er durch die Passive Angriff und Verteidigung des Gegners um 20% von Extreme. Also von Extreme-Gegner. Ja, von Villains im Endeffekt. Und das ist ja hier im Super Battle Road der Fall. Außerhalb davon gehen wir mal natürlich von rechts nach links. Ja, C19 ist schwächer als C20. Deswegen fokussieren wir erstmal ihn hier an der Stelle. Und zwar behalten wir mal ein paar Orbs für Bardock. Denn Bardock kann zielen. Und zielen tun wir auf jeden Fall Dr. Gero. Okay, außerhalb davon, Freunde. Wie gesagt, wie werde ich das Ganze halten? Wir haben leider, ihr habt es gesehen, MVP Jakku. Vielleicht fragt sich einer, was macht ein Jakku? Du SR Jakku. Das ist der Jakku aus einem Summon. Der Drop aus Summon, Freunde. Wenn ihr den Super Tech Jakku habt, dann behaltet ihn auf jeden Fall. Denn was macht er? Wenn er einmalig in das Kampfgeschehen kommt, dann stunt er jeden Gegner. Das macht er einmal pro Kampf. Und da wir nach einem Kampf immer zu einem anderen Gegner gehen in Super Battle Road, kann das immer einmalig aktivieren. Das ist eine Runde für uns geschenkt, die wirklich sehr viel ausmachen kann. Das behalten wir auf jeden Fall so. Außerhalb davon haben wir noch Tech Free-to-Play Bulma mit am Start. Warum? Sie hat eine great Chance, eine Damage Reduction zu bekommen von 50%. Sie ist Free-to-Play-Farm auf 100%. Aktuell ist sie online. Farmt sie euch auf jeden Fall. Ich habe sie auf 10 Crit, 10 Additional Tech gebracht. Und sie tut sich dann noch an Rainbow Orbs healen um 7777. Genau. Okay. Dann habe ich noch Tech Vegito Blue. Hier und sie hat Rival Duo hier für LRGF. Okay. Dann habe ich aber noch hier LR Vegito, nicht LR Vegito Blue. Immer wenn ich Vegito Blue sehe, sage ich LR Vegito Blue. Das ist aber nicht der Fall, Freunde. Und zwar haben wir hier an der Stelle, ja komm, Bulma, gib mir mal die, soll ich ein bisschen hier. Wir haben hier Vegito Blue, Tech Vegito Blue habe ich noch mit im Team. Ich werde die Rotation so halten. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn ich vielfachen Gogeta mit LRGF in einer Rotation halten könnte. Denn diese beiden, beziehungsweise Super Saiyan 4 Gogeta sorgt dafür, dass der Angriff des Gegners gesenkt wird von Villains und LRGF kann dann seine Passive mitnehmen. Außerhalb davon sind wir aber in einer sehr guten Zone momentan, denn wir haben Dr. Gero gesealt, also der wird uns keine Ulti in unser Gesicht klatschen, denn Bardock hat ihn gesealt. Wie gesagt, Freunde, wir bekommen hier 120% für die Super Tech Charaktere durch Super Saiyan 3 Angel Goku. Und jetzt schaut mal, Jakku kam einmalig rein, der hat den Gegner gestunt. Das ist sein Job. Jetzt tun wir Jakku hier rausrotieren. Oder? Ich sorge dafür, dass FIFA Goethe mit LRGF kommt. Aber das könnte ein bisschen, das könnte nach hinten losgehen. Ich lasse einfach mal so, wie es ist. Vielleicht ergibt sich das ja irgendwie. Wir machen das Ganze mal so. Und ja, Jakku hat ihn hier gestunt. Den wollen wir nie wieder sehen. Also für diesen Kampf, sage ich mal. Denn er tut nur einmalig stunnen, Freunde. Und dann behalten wir das Ganze so. Genau, Rotation. Eigentlich wollte ich halt in FIFA Goethe und LRGF. Kam leider nicht dazu. Vielleicht schauen wir das noch um. Und dann je nachdem, also dann eigentlich Super Saiyan 3 Angel Goku mit Tech Vegito Blue. Denn die haben ja beide Over the Flash, Fierce Battle, Super Saiyan, die versorgen sehr gut aus. Bulma immer rein und raus rotieren. Wie gesagt, sie hat eine great Chance, Damage Reduction zu haben von 50%. 50%. Sie hielt sich an Rainbow Orbs. Pro Rainbow Orb 7777 HP. Ist Free to Play Farmer auf 100%. Ich habe sie auf 10 Crit, 10 Additional Attack gebracht. Und dann haben wir noch Jakku, ja, ganz klar unser MVP. Und Super Saiyan Bardock. Super Saiyan Bardock sollte man nicht unterschätzen. Er ist ein Sealer und ein Orb Changer. Er sorgt für Tech Orbs und ist ein Sealer. Ich hätte auch eigentlich, ich war mir ein bisschen schwierig, ob ich Jakku mitnehmen sollte oder ob ich, Moment Freunde, Jakku, ich war mir ein bisschen uneinig, oder Tech C18, denn sie ist auch ein Orb Changer und sie würde dann eine Leader Skill von LRGF bekommen von unseren Friends. Wir gehen hier natürlich erstmal auf, wie heißt der, Dodoria, der ist der Schwächste. Und dann gehen wir, ja, wir lassen auch erstmal alles auf Dodoria, ja. Aber wir sealen auf jeden Fall Freezer. Ich würde euch raten, wenn ihr einen Sealer habt, dann sealt immer den schwersten Gegner. Und ihr wisst schon, wir haben gesagt, normalerweise ist der schwerste Gegner in jedem, also nicht immer, aber eigentlich immer der ganz links steht. Oder ihr macht es einfach daraus, wenn ihr euch die Gegner anseht und sagt, okay, ja, Logo, Freezer ist stärker als Sabon und Dodoria, ja, dann ist er der Stärkste, der am meisten Schaden macht, etc.
Deswegen tun wir ihn mal zielen und der tut uns dann hier an der Stelle, also am Ende natürlich erst, nicht ulten. Genau. Und ja, wie gesagt, eigentlich konnte ich mich nicht entscheiden zwischen C18 oder Bardock. Warum habe ich mich aber dennoch für Bardock entschieden? Wegen dem Seal ganz einfach. Heißt, nur LRGF bekommt hier sein eigenen Leader Skill. Keepnus 3, 177%. Deswegen lassen wir ihn auf jeden Fall in einer Rotation. Und Freunde, wenn ihr einen LRGF in der Friendlist findet, einen guten, ihr nehmt ihn auf jeden Fall für Super Bad Road, bitte. Er macht sehr viel Schaden. Er hat den One-Shot rausgenommen. Er ist tanky, etc. Ich glaube, über den müssen wir nicht sprechen. Wir wissen, dass er wirklich sehr gut ist. Tech-Videos und du auf der anderen Seite, der muss erstmal ein paar Mal ein bisschen angreifen, bis er auf seine Stacks kommt, bis er tanky wird, bis er Schaden machen kann. Nice, Edition Attack. Aber da müsst ihr eben drauf aufpassen. Aber genau deswegen haben wir eben so Charaktere drin wie Jacko. Wenn er einmalig reinkommt, dann ist eine geschenkte Runde für uns. Hier ist er zwar nicht drin, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch Bulma. Bulma können wir ohne Bedenken ganz nach rechts stellen. FIFA Goita stellt ihr am besten dahin, wo ihr oft angegriffen werdet. Der sollte eigentlich ein bisschen mehr Verteidigung hat der, aber die Sache ist die, er kann nämlich Ultis mit einer hohen Chance dodgen. Der einzige, der ulten könnte, wäre Sabon, denn Freeze ist ja gezielt und ansonsten können wir es eigentlich so lassen. Wenn ihr Angel Goku habt, achtet auch darauf, dass es ihm gute Rainbow Orbs gibt, weil dann bekommt ihr pro Rainbow Orb nochmal 20% auf seinen Angriff, sollten das gewesen sein, glaube ich, schätze ich. Und, okay, guck mal, da hat Freeze angegriffen, da hätte ich FIFA Goku gar nicht hinstellen müssen, aber ja. Weil Freezer ist ja eh gesehen, das passt schon. Die Sache mit Bulma ist, Osulu, wann wissen wir, ob Bulma ihre Damage Reduction aktiviert hat oder nicht? Das ist das andere. Wir wissen es erst, wenn wir quasi einen Angriff bekommen. Dann wissen wir es erst. Aber schauen wir mal, wie das Ganze läuft jetzt mit Bulma. Da ist die Damage Reduction drauf. Oh, eine Ulti. Ja, 40.000. Okay, mit der Damage Reduction, seht ihr, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Das ist auf jeden Fall gut. Und boom, Jacko ist da. Eine freie Runde für uns, Freunde. Er hat sie gezielt ohne Problemo. Wir bekommen aber. Wir kommen leider nicht auf unsere Ulti. Wir geben aber Tech Digital Blue diese Orbs. Ja, okay, LRGF kommt wenigstens auf eine Ulti, sage ich mal. Und. Ja, Tech Digital Blue, der kann ja öfter angreifen, das passt schon. Und so ist das Szenario, was ich im Kopf habe, Freunde. Mit dem Tech-Charakteren kann man wirklich sehr viel machen. Natürlich, wenn ihr LRGF habt, dann nehmt ihn. Nehmt auch. Ihr könnt auch. Also. Entweder nehmt ihr LRGF als euren Leader dann packt ihr aber, wenn ihr habt, Tag C18, Tag C17 mit, wenn sie über euch gut gedupt sind, weil sie bekommen den Representatives of Universe 7 Leader Skill, muss aber nicht sein, sage ich mal. Wenn ihr Super Saiyan 3 Angel Goku habt und LRGF, dann würde ich euch raten, nehmt Super Saiyan 3 Angel Goku als Leader, so wie ich, LRGF in euer Team. Wenn ihr FIFA Gogeta habt, Freunde, ihr kommt nicht drum weg. FIFA Gogeta, ist der jetzt gezielt hier? Der ist nicht mehr gezielt. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Hinten werden wir ihn auf jeden Fall zielen, aber wir können uns auch auf jeden Fall healen, so ist nicht. Nicht, dass es nach hinten losgeht. Ich meine, bis jetzt läuft es ja Gott sei Dank sehr gut. Dann geben wir mal das ihm. Und ich glaube, okay, perfekt. Doch auf Bardock kommen wir dann noch auf eine Ulti, dass er ihn zielt. Und ja, so nehmen wir halt den Gegner raus, wie gesagt. Mit dem Sealen, Stunnen von Jacko etc. Aber FIFA Goita, wenn ihr ihn habt, ihr kommt nicht drum weg. Nutzt ihn auf jeden Fall. FIFA Goita ist immens wichtig für das Super Battle Road. Wegen den Eigenschaften, die ich genannt habe. Nicht nur, dass er gut Schaden macht, tanky ist. Aber auch, ihr seht schon, durch seine Passive dafür sorgt, dass der Angriff und die Verteidigung des Gegners gesenkt wird. Um 20%. Und das ist ideal für LRGF zum Beispiel, wenn ihr da mit dabei habt. Und eigentlich wäre es gut, wenn ihr ihn in einer Rotation spielt, die beiden. Aber momentan läuft es auch gut, so wie ich das habe. Und es gibt sehr viele Super-Tech-Charaktere, wie gesagt, sehr viele Konstellationen, wie man das spielen könnte. Zum Beispiel habe ich es damals geschafft, ich habe Super Saiyan 3 Angel Goku als mein Leader genommen. Dann habe ich Super Saiyan 4 Gogeta in mein Team genommen. Als Friend habe ich auch Super Saiyan 4 Gogeta genommen. Ich würde nicht empfehlen, Super Saiyan 3 Angel Goku als Friend mitzunehmen. Der macht nur Schaden, sage ich mal, hat eine Rare Chance zu Stun. Besser wäre es, wenn man FIFA Gogeta mitnimmt oder LRGF. Am besten LRGF, aber wenn ihr LRGF nicht findet, dann Super Saiyan 4 Gogeta. Aber... Moment, das kommt Jacko nichts Runde rein. Ja, wisst ihr was, wir machen es einfach so, wir tun das hier Ghost Ashern, soll unser Boy Tech Vegetable auf seine Stacks kommen, alles gut. Und dann nehmen wir dann ganz rechts raus. Dieser Boy soll natürlich hier, boom, diese Orbs bekommen, sehr schön. Und Bulma soll da ein bisschen, ja, machen wir es einfach mal so. Konstellation zum Beispiel, also nimmt, wie gesagt, wenn ihr FIFA Angorita als Friend nimmt, da müsst ihr aber darauf aufpassen, dass ihr auf jeden Fall in euer Team weitere Fusion-Charaktere habt vom Tech-Type. Und der einzige, der mir gerade einfällt, ist Tech Super Saiyan 3 Gotenks. Ich habe es also damals so geschafft, um es kurz zu fassen.
Ich hatte Super Saiyan 3 Angel Goku, das war mein allererster Clear. Super Saiyan 3 Angel Goku als meinen Leader, Vierfach Gogeta in meinem Team, Super Saiyan 3 Gotenks in meinem Team, Super Saiyan Bardock, Bulma und Jaco. Jaco sollte das sein. Das hat auch funktioniert auf jeden Fall. Das hat auch funktioniert. Wie gesagt, da kann man mal hin und her switchen mit den Konstellationen. Lasst euch auf jeden Fall gegenseitig wissen, Freunde, in den Kommentaren, welche Konstellation habt ihr benutzt, welche Teamsätze habt ihr benutzt und welche Charaktere haben euch auf jeden Fall immens geholfen. Hier haben wir jetzt dann natürlich Jaco drin, Freunde, ohne Witz. Jaco, wenn ihr ihn habt, ich erzähl kein Käse, ihr seht es selber. Aber wir kommen aber leider bei dem einen auf keine Ulti, macht nichts. Ich erzähl kein Käse, kommen wir, perfekt. Ihr seht es, wenn er einmalig reinkommt, dann stunt der GG. Der hat seinen Job getan, der kann wieder rausgehen. Und so nehmen wir mal, ich denke und hoffe mal, dass wir den rausnehmen. Und ein Gegner ist schon weg, sage ich mal, ne? Ein Gegner ist auf jeden Fall schon weg. Ansonsten, Tech Tien als Support ist natürlich auch sehr solide, der mir da einfällt. Whis Tech Whis Dokkan Awake ist auch nicht schlecht, weil der tut durch die Passive Angriff und Verteidigung des Gegners senken, wenn er sie nur angreift, sage ich mal. Wir werden nachher natürlich in die Liste reingucken, welche Charaktere nützlich sein könnten. Pilzkopf Gohan ist auch solide. Moment, 4-5-2, okay. Pilzkopf Gohan ist auch solide. Jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen. Ah, auf Bardock komme ich leider auf keine Ulti, wie es aussieht. Aber ich habe einen Doka-Mode. Wenn LRGF crittet, dann haut er alle rum. Hat er die Ultra-Super-Attack? Ich weiß es gerade nicht. Ich lasse mal durchlaufen. Sehr optimistisch. Eigentlich hätte ich ein Item nutzen können, weil ich habe viele Items. Aber ich bin immer sehr, sehr optimistisch. Und lass es einfach mal durchlaufen. Nehmen wir unseren Doka-Mode. LRGF sollte sehr, sehr guten und vielen Schaden machen auf jeden Fall. Pills of Gohan, wie gesagt, der ist auch nicht schlecht. Wie funktioniert der? Der tut euch einmalig healen, wenn die HP tralala runterfallen. Ich glaube 30% und drunter. So wie Argel Whis. Aber er hat auch eine Rare Chance to Stun. Den kann man zum Beispiel mitnehmen. Und wie gesagt, aber empfehlen könnte ich euch auf jeden Fall. Nehmt auf jeden Fall LRGF als euren Freund. Ihr seht schon, halt ihn in der Rotation mit irgendeinem Kranken, der oben eine Flash hat. Idealerweise. Ja, okay, sehr schön. Idealerweise wäre es, wenn ihr ihn haltet in einer Rotation mit Super Saiyan 4 Gogeta, wie gesagt, aber es geht auch ohne, ja. Wir haben ihn jetzt nicht mit Super Saiyan 4 Gogeta, aber es funktioniert auch so. Und das ist auch gut. Vielleicht ist das auch gar nicht mal so schlecht, wenn wir das so machen. Weil die zwei sind, dann haben wir zwei Rotationen, die, sage ich mal, tanky sind, mehr oder weniger. Was meine ich mit tanky? Ich meine damit eher, dass wir einen Debuff haben, dank unserem Boy Vierfach Gogeta. Hier kommt Jaco nächste Runde rein? Ja, tut er. Jaco kommt nächste Runde rein, dann würde ich eigentlich Whis ungern aktivieren. Warum? Ganz logo, weil dann hätten wir eine Runde verloren mit Whis. Dann tun wir mal wieder Ghost Aschern einfach, Nicht unterschätzen, letzte Runde, unterschätzt nicht. Geiz bitte mit gar nichts. Geiz mit nichts, weil die letzte Runde, Die kann nach hinten losgehen. Eine Sache zu Bulma, wenn ihr sie auf SC10 bringt, dann tut sie ihre Ulti mit ab 9 Key auch starten. Damit ihr das wisst auf jeden Fall. Und genau. Der sollte ihn auf jeden Fall rausnehmen, hoffentlich mit dem Crit. Auch wichtig anzumerken sind natürlich, meine Charaktere sind gut gedupt. Aber Freunde, wenn wir das... Na, der hat ihn sogar gestunt gehabt, aber Edition Attack, nice. Wichtig, wie gesagt, wichtig, ich sag mal so Stammkader. Ohne Spaß, Jaco. Wenn ihr ihn habt, Freunde, guck mal, ist eine geschenkte Runde wieder. Es ist legit wieder eine geschenkte Runde. Indem wir einen Charakter rausnehmen können. Locker mit den zwei Charakteren, die wir zur Verfügung haben. Und Jaco, GG, du hast deinen Job getan. Du hast deinen Job sehr, sehr gut getan. Raus mit dir. So funktioniert das, Freunde. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, LRGF ein Muss als Friend. Wenn ihr einen guten findet, nehmt ihn. Wenn ihr LRGF habt, nehmt ihn ins Team. Ich habe ihn jetzt nicht mitgenommen. Dann kommt es je nachdem drauf an. Ihr könnt LRGF als Leader wählen, Super Saiyan 4 Gogeta. Wobei bei Super Saiyan 4 Gogeta, da bekommen die Tech-Charaktere nur Ki plus 3. Und das würde ich eigentlich nicht empfehlen, weil man, das hat man früher gespielt, aber jetzt hat man Spitzen andere Tech-Charaktere, sage ich mal. Da würde ich Vierfach Gogeta eigentlich nicht als Leader empfehlen. Eher LRGF oder Super Saiyan 3 Angel Goku. Vierfach Gogeta sollte auf jeden Fall ins Team, wenn ihr ihn habt. Tech Vegito Blue macht seinen Job auch gut, auch wenn er auf seine Sex kommen muss. Aber er bekommt ja die Zeit, da wir den Gegner sealen, stunnen, etc. etc. Und jetzt, guck mal, jetzt kann ich gerne, liebend gerne Whis aktivieren. Gehe ich auf Nummer sicher. 40% Damage Reduction, 2 Runden nehmen wir auf jeden Fall mit an. Dann 1, 2, 3. Dann würde ich eigentlich gerne... Achso, nee, ich kann das so machen. Ich wollte die Rainbow Orbs nämlich
Angel Goku geben, weil der bekommt ja pro Rainbow Orb, wie gesagt, 20%, sollten das dann nämlich alles täuscht. Und Bojack tun wir ziehen. An sich würde ich euch immer empfehlen, zieht den stärksten, sage ich mal. In dem Fall ist natürlich Bojack und hier kommt ein Konter rein. Manche haben mich gefragt, woher erkennt er, dass er kontert? Wenn das passiert, dann tut der Bildschirm kurz aufblinken. Habt ihr das gesehen? Wieder, noch ein Konter. Freunde, Vierfach-Ritter ist ein Muss. Der hat eine great chance, Ultis zu kontern. Das ist 70%, sollten das sein. Der ist ein Muss, der Junge ist ein Muss. Der ist ein Muss, Freunde, wirklich. Wenn ihr ihn habt, nehmt ihn auf jeden Fall. Man braucht ihn auch ganz klar, wie auch in jedem anderen Super Battle Road, auf einer, jedem anderen Super Battle Road Stage, die richtigen Charaktere. Aber wenn man sie hat, dann funktioniert das Ganze. Und ich habe jetzt absichtlich auf LRGF verzichtet, aber ihr merkt auch schon, es funktioniert. Warum? Jaco. Also, manch einer will das vielleicht nicht glauben, aber ich habe es oft gesagt, ihr habt es auch gesehen, der macht übertrieben viel aus. Der schenkt uns eine Runde, dann können wir einen Gegner mit den Spitzencharakteren rausnehmen. Und dann Bardock haben wir noch mit Ziel dabei, deswegen habe ich mich für Bardock entschieden und nicht für Tech C18, das ist ein Orb-Changer. Cool, dass es so gut funktioniert hat, sage ich mal. Wir sind zwar nicht durch, aber wir nähern uns dem Ende, sage ich mal. Ja, wir stellen mal trotzdem, stellen trotzdem LRGF ganz nach links, weil der hat eine höhere Verteidigung, auch wenn wir da auf Rival Duke verzichten. Macht nichts, das können wir auf jeden Fall so machen. Und Whis ist immer noch aktiviert, schätze ich, I guess yes. Und die Orbs sollen sie sparen wir für die nächste Runde. Die muss nicht unbedingt ultieren, sie ist wirklich nur da für die Rainbow Heals und für ihre Damage Reduction, denn sie ist ein Rotationscharakter, das merkt ihr, ja. Die Charaktere, die wir in der Rotation hatten, sind LRGF, Vegeta Blue, Vierfach Ritter, Angel Goku. Wenn ihr mich fragt, wie würdest du Rotation halten, wenn du LRGF mitgenommen hättest in dein Team? Ganz klar, Super Saiyan 4 Gogeta mit LRGF und in den anderen entweder Angel Goku mit LRGF oder Tech Vegito Blue mit LRGF, aber ich denke eher Tech Vegito Blue mit LRGF, warum? Weil er bekommt ja durch Jaco eine Runde oder so, wenn es gut läuft, in der er sich stacken kann etc., Angriff erhöhen kann, Verteidigung erhöhen kann, dann macht er seinen Job auf jeden Fall auch solide. Items zum Schluss haben wir gesehen, Jaco kam schon rein, richtig? Ja, jetzt hat er nicht gestunt, Freunde, Jaco kam nämlich schon rein, deswegen müsst ihr ganz, ganz vorsichtig sein, ganz, ganz vorsichtig, weil der wird sehr, sehr viel Schaden bekommen, aber deswegen haben wir jetzt einen Blick auf die Items. Wir haben hier Whis mitgenommen, Damage Reduction, Ghost Usher, falls mal falsch läuft eben oder falls man mal kein Whis aktivieren will, weil die nächste Runde Jaco kommt, haben wir gesehen, damit ihr diese Runde sparen, Ghost Usher mitnehmen, auf jeden Fall hier sie mitnehmen, hielt uns um 55%, 30% Damage Reduction hat sie am Start, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit und genau. Sollen wir mit Jaco, ne, komm, sollen wir mal mit Jaco ulten, nicht, dass es nach hinten losgeht und ich scheiße, sie wollen keine Key für die nächste Runde haben. Wir tun das auf jeden Fall noch solide zu Ende bringen, wollen wir hier nicht jetzt quasi übermütig werden. Die Jungs sollten das aber auf jeden Fall klären. Und ja, so viel eigentlich zum Super Tech, Super Battle Road, Freunde. Ihr merkt es, läuft echt solide, das liegt aber wirklich an den Charakteren, die hier zur Verfügung stehen. Stunt kam hier durch an der Stelle. Und dann hätten wir das hier auch besiegt. Dann machen wir everything. Gucken wir mal, ob Bardock das hier beenden kann mit seiner Ulti. Und dann würde ich sagen, so viel zum Super Tech Super Battle Road. Wie gesagt, wir gucken noch gleich in die Charakterliste rein. Ich nenne euch oder zeige euch mal ein, zwei Charaktere, die nennenswert wären, die man auch auf jeden Fall mitnehmen kann. Aber die Charaktere. Nein, der hat die nicht besiegt. Schade, der hat ja sogar einen Crit. Schade, Bardock. Egal, LRGF macht's fertig. Zeige ich euch mal ein, zwei Charaktere, mit denen man es auf jeden Fall. Ja. Auch machen könnte oder die man nutzen könnte, falls ihr den einen oder Charakter nicht habt. Aber was haben wir mitgenommen? Jaco. Jaco Idees und Free-to-Play Bulma. Nicht unterschätzen. Auf jeden Fall farmen ihr. Event ist momentan online. Ich habe dazu ein Video gemacht. Ich werde es auch in die Beschreibung verlinken. Ihr findet das auf jeden Fall. Könnt ihr gerne angucken, wie ihr sie farmt etc. Und nice. Das hätten wir auch an der Stelle geschafft. Dann gucken wir uns mal ganz kurz die Charaktere an. Meine Super Tech Charaktere, die ich euch mal zeigen kann. Wie gesagt, Tech Supporter Tien könnt ihr auf jeden Fall auch mitnehmen. Ich habe ihn nicht. Ansonsten, der ist auch auf jeden Fall ein sehr guter Buddy für LRGF zum Beispiel. Den könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen, Freunde. Dann haben wir noch LR Goku. Schwierig, der ist outdated. Der braucht Key etc. Auf den würde ich eher verzichten. LR Satan ebenso. Tech C18 kann man auf jeden Fall mitnehmen. Eigentlich statt Super Saiyan Bardock, falls man ihn nicht hat, weil sie ist auch ein Orb-Changer. Vorteil an Super Saiyan Bardock ist, er ist ein Sealer. Vorteil an ihr ist, wenn man LRGF als Friend nimmt, bekommt sie den besseren Leader-Skill.
Wenn ihr einen guten Tech C17 habt, dann könnt ihr ihn auch mitnehmen. Dann hättet ihr quasi C18, C17 und LRGF. Wären schon mal drei Charaktere, die den Leader-Skill von LRGF bekommen. Es sei denn, ihr habt auch einen eigenen, dann wären das vier Charaktere. Vegito als Supporter kann man mitnehmen, warum nicht? Obster, wir sind gleich fertig, danke. Tapion vielleicht auch wäre nennenswert. Beerus eher nicht. Ansonsten haben wir vielleicht... Ja, der ist schwierig, Freunde. Mit dem kann man es auf jeden Fall auch schaffen. Aber seine Passive aktiviert sich ja nicht immer. Der wäre einfach auch nur so ein Charakter, den man mal mitnimmt. Der... Gar nicht, Freunde, weil der bekommt seine Passive nur, wenn er gegen einen kämpft. Und das ist nicht immer der Fall. Den könnte man vielleicht auch mitnehmen, wenn man den Awake als Supporter. Warum nicht? Candy Vegito. Aber da tut ihr euch auf jeden Fall auf den Zufall verlassen. Der hat aber auch eine Rare Chance to Sun. Whis, den habe ich gemeint. Awaked hier tut der... Ah, Stun war das. Stun war das. Aber ich glaube auch, wenn man den Awaked, wenn mich nicht alles täuscht, dann hat er auch... Kann ich das hier sehen, was der dann bekommt? Na, GG natürlich nicht. Ich muss den erstmal awaken. Egal, Reverse. Ich mache es mal ganz kurz. Damit. Ah, da unten. Sagt mich, dass er unten schaut. Ne, da schaut nur die Ulti, ne? Da schaut nur die Ulti, okay. Aber jetzt gucken wir mal, was der drauf hat. Egal, mach mal. Kein Ding. Der hatte doch. Ah, Lowest Attack mit der Ulti und. Ah, doch, wusste ich doch. Den Gegner, den er angreift, dessen Angriff senkt er um minus 20% und hat eine hohe Chance durch die Passive. Das heißt, wenn er einen normalen Angriff startet, hat er eine hohe Chance, den Gegner zu stunnen. Den kann man auch mitnehmen, warum nicht? Das ist der Pills of Gorn, den ich gemeint hatte. Der hat auch einen Healer an der Stelle. Kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Warum nicht? Und der bekommt einmalig 200% auf den Angriff. Wenn die HP 30% noch drunter fallen. Aber so allzu viel Schaden macht er nicht. Es sei denn, er ist bei euch auf SC10 und Rainbow etc. Und dann noch am Schluss, wie gesagt, Jaco. Auf jeden Fall unseren MVP mitnehmen, Freunde. So viel wäre das zum Super Battle Road Versuch. Hilft euch auf jeden Fall gegenseitig in den Kommentaren aus, wenn ihr wisst, okay, hey, der hat bei mir gut funktioniert, diese Konstellation so. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst mich wissen, was wollt ihr als nächstes sehen. Könnt ihr mir gerne wissen lassen, aber ich will das gerne so behalten. Abwechselnd Super Villain Type. Also das nächste wäre ein Villain Super Battle Road Guide Video. Lasst mich wissen, was ihr sehen wollt. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be alright.